Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute was ganz Besonderes. Ich bin schon mega aufgeregt, denn endlich ist der angekündigte Crafter da. Der VW Crafter, den ich ausbauen möchte. Und wir fahren jetzt mal los zum Autohaus und holen ihn ab. So Leute, es ist soweit. Endlich, endlich nach so vielen Monaten Wartezeit. Er steht da. Das ist er. Leute, ich bin unglaublich glücklich, weil jetzt kann es endlich mit dem Ausbau losgehen. Wir haben heute auch richtig schönes Wetter. Bedeutet, wir können nachher gleich mal ein bisschen anfangen mit der Planung. Ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz das Fahrzeug. Also Fakt ist, Stehhöhe ist okay, ist jetzt nicht mega hoch. Das heißt, wenn wir das jetzt hier ausgebaut haben und ich noch einen Boden reingesetzt habe und so weiter, wird es wahrscheinlich schwer, dass ich wirklich komplett aufrecht drin stehe. Ist aber auch nicht so das Problem, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit hier komplett aufrecht drin rumlaufen werde, sondern natürlich hauptsächlich liegend oder sitzend. Jetzt zum Kochen oder so natürlich mal stehen, aber ansonsten sollte das auch so ganz gut passen. So Freunde, fühlt sich richtig gut an. Neues Auto ist am Start. Jetzt würde ich sagen, geht's nach Hause und dann bauen wir das Ding mal ein bisschen aus, ne? Ciao. So, ich habe den Van jetzt erstmal hier auf die Einfahrt gestellt. Hier werden wir wahrscheinlich schrauben. Wir haben hier eine schöne Garage, wo wir alles machen können. Und der Van muss halt draußen stehen, weil er zu hoch ist. Aber ansonsten, denke ich mal, passt das hier schon ganz gut. Ist halt ein bisschen wetterabhängig. Ich möchte euch nochmal die Gelegenheit nutzen, euch den Van ein bisschen genauer vorzustellen. Beziehungsweise möchte ich euch auch mal zeigen, wo ich was hinbauen will. Denn das ist natürlich die größte Frage dabei. Der Van hat eine Gesamtlänge von 6 Metern. Ich habe extra 6 Meter genommen, nicht 6,40 Meter, weil man damit dann halt zum Beispiel auf einer Fähre ein bisschen günstiger bei wegkommt. Und es hat auch noch ein paar andere Vorteile. Und ich möchte auch so kompakt wie möglich bleiben eigentlich. Ich möchte nicht mit so einem Riesending rumfahren, sondern es soll am Ende schon so kompakt wie möglich sein. Und trotzdem soll es alles an Platzmöglichkeiten bieten, was man so braucht. Also, gehen wir einfach mal rein. Ich drehe jetzt mal die Kamera um. So sieht das ganze Ding aus von innen. Ja, relativ nackig. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was hier reinkommen soll. Okay, fangen wir einfach mal hier hinten an. Hier soll ein Bett hin. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte quer schlafen. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Bett von hier nach hier ziehe, dann ist das ein bisschen wenig Platz. Also ich kann ja mal probieren, mich hier selber hinzulegen. Ja, gerade so. Also das Ding hat ungefähr eine Breite von 1,80 Meter. Wenn es jetzt auf der Betthöhe ist, dann ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen breiter, weil die Wände ja nicht ganz gerade sind. Die sind ja so ein bisschen gebogen. Das heißt, hier in der Mitte, wo das Bett dann eigentlich hinkommt, hier drauf, da ist das Ganze noch ein bisschen breiter, aber es wird trotzdem eng. Deswegen haben wir uns Longsleeper-Ohren bestellt. Das heißt, hier wird die Wand rausgetrennt und dann wird das Ganze rechts und links jeweils um ungefähr 10 cm verbreitert. Und dann kann man ganz entspannt quer drin liegen. So, das heißt, hier kommt das Bett hin, hat dann ungefähr eine Breite von 1,40 Meter. Das heißt, es geht ungefähr bis zur Hälfte über den Radkasten. Dann haben wir hier auf der Seite, wo man auch ein- und aussteigt, dann eine Küchenzeile. Die geht ungefähr bis zur Mitte von der Eingangstür. Das bedeutet, man hat hier noch ungefähr 60 cm Platz zum Einsteigen. Das reicht vollkommen aus. Und auf der anderen Seite vor dem Bett, hier soll eine Nasszelle hinkommen. Das heißt, da kann man dann mal notdürftig drin duschen. Aber ich möchte die Nasszelle zum einen auch dafür dann verwenden, wenn ich wandern war und die Klamotten nass sind, dass man da was zum Trocknen hat. Dass ich da wirklich einen Raum habe, wo das Ganze trocknen kann. Und vor die Nasszelle kommt jetzt hier noch ein extra Sitz hin, beziehungsweise vielleicht auch eine Sitzbank, müssen wir mal gucken. Und dann kommt hier vorne noch ein Tisch hin. Diese beiden Stühle hier vorne oder diese beiden Fahrersitze hier vorne, die kann man drehen, die sind drehbar. Und dann kann ich mir hier quasi so eine richtig schöne, gemütliche Sitzecke draus bauen und dann hier Abendessen. Wenn man zu mehreren unterwegs ist, ist es dann umso gemütlicher.
Wir werden natürlich noch so kleine Specials einbauen für Fotografen direkt, dass man jetzt hier auch eine Ladestation dann hat, wo man alle seine Geräte laden kann, Kamera, Akkus, Handys, Tablets, Laptop und so weiter, was man alles mit dabei hat, dass man das alles so zentral irgendwo hat, wo man das Ganze dann laden kann. Fächer natürlich für die Kameras und so weiter, für Laptop. Also da wird ein bisschen was noch kommen, ein bisschen zusätzliches Zeug, was gerade auf Fotografen dann gut zugeschnitten ist, damit wir hier in dem Van auch wirklich richtig geil arbeiten können am Ende. Ja, dann kommen hier natürlich noch ein paar Fenster rein. Also auf der Seite, wenn jetzt hier noch natürlich dann jemand sitzen möchte, sollte hier auf jeden Fall noch ein Fenster rein. Bei der anderen Tür hier weiß ich noch nicht genau, ob wir da ein Fenster reinmachen oder nicht. Aber das ist so jetzt erstmal der große, grobe Plan. Ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Ich werde das Ganze jetzt am Anfang natürlich nochmal ganz genau ausmessen. Und ich werde vor allem auch schon mal probieren, aus Pappe so ein bisschen die Möbel nachzubauen, damit man mal so ein bisschen das Raumgefühl bekommt, wenn man dann hier drin steht. Weil das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man es einfach nur auf dem Papier zeichnet. So, eine Sache, die mir jetzt sofort aufgefallen ist, es hat jetzt nämlich mal am Vormittag ein bisschen geregnet und jetzt habe ich gerade eben hier die Schiebetür aufgemacht und von da oben tropft das sofort runter hier bis auf die Einstiegsstufe, was mir jetzt persönlich nicht so sehr gefällt, weil ich möchte ja hier eigentlich die Küchenzeile hinbauen, die wird auch bis hier irgendwo gehen, was bedeutet, ich würde immer, wenn es irgendwie regnet, tatsächlich so ein paar Regentropfen, Wassertropfen dann auf die Küche bekommen. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Da muss ich mich mal ein bisschen schlau machen, was man da machen kann, damit das nicht passiert. Das sind so Kleinigkeiten, die fallen mir zum Glück jetzt schon auf. Die muss ich jetzt alle notieren und alle dann irgendwie ins Gesamtkonzept mit einplanen, damit das dann am Ende auch von solchen Kleinigkeiten, von solchen Kinderkrankheiten gleich außen vor ist. So, meine nächste Aufgabe ist jetzt erstmal innen drin diese ganzen Verkleidungswände noch abzubauen. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, weil wir schon einen Landstromanschluss hier drin haben, der ist hier festgebaut. Da muss ich mal gucken, ob ich die Wand so einfach loskriege. Da muss ich das wahrscheinlich hier alles einmal abschrauben. Müssen wir mal gucken. Gucke ich mir dann genauer an. Hier muss man ein bisschen aufpassen, ich sehe das jetzt schon. Das ist reines, billiges Plastik hier, diese kleinen Nupsis, die man hier mit dran hat. Und da muss man extrem doll aufpassen, dass man die nicht kaputt macht, weil sonst kann man die sich gleich nochmal neu kaufen. Beziehungsweise wahrscheinlich brauche ich sie ja hier gar nicht mehr, aber das ist trotzdem billigstes Material. Das Schöne ist mit diesem Werkzeug hier, das ist von KS Tools, keine Werbung jetzt an der Stelle, aber das Schöne ist, ich kann es hier mit der Seite erstmal so ein bisschen aufhebeln, dass ich so ein bisschen Platz drunter bekomme und dann kann ich mit dem ganz einfach hier mit dem Werkzeug so drunter löffeln und dann kann ich die ganz einfach rausziehen. Das ist super einfach. So, einmal ein bisschen aufgehebelt und dann runtergelöffelt. Zack, und schon ist das Ding draußen. Zack, runtergehebelt, dann einmal löffeln und raus ist er. Also das Werkzeug kann ich jedem empfehlen, der irgendwann mal diese scheiß Arbeit machen muss. Das ist nämlich echt eigentlich normalerweise ziemlich eklig, aber damit geht das wirklich gut. Ich glaube, das ist so ein Plastikrakel oder irgendwie so nennt man das. Jetzt musste ich gerade eben schon mal ein bisschen lachen, weil es ist schon echt ein bisschen schlecht. Ich habe jetzt gerade diese Verkleidung hier an der Seite abgenommen und jetzt guckt euch mal an, jetzt schafft es VW nicht mal, weil hier eine Verkleidung davor ist, das nicht mal komplett zu lackieren. Also bis hierhin ist es gut lackiert und ich weiß nicht, ob ihnen dann die Farbe ausgegangen ist, aber dann hier auch nochmal so ganz komisch irgendwie, da war es dann auch völlig egal, ob man noch irgendwie vom Hintergrund was mitlackiert oder nicht. Aber ganz ehrlich, das ist schon, ich meine, es ist im Endeffekt egal, es kommt jetzt wieder was davor, aber ich frage mich dann immer so, ist es einem dann völlig egal, weil man weiß, weil da ein Stück Plastik davor kommt, dass man dann so arbeitet? Naja. So Leute, ich sitze jetzt hier im Van drin, ich habe jetzt die ganzen Verkleidungsteile abgeschraubt. War doch eine ganze Menge Arbeit. Und ich habe mir jetzt hier mal meine Liste rausgeholt. Ich habe mir nämlich so eine Liste gemacht, so einen Ablaufplan quasi.
was ich wann mache, von den Arbeitsschritten her. Denn ich habe festgestellt, ich habe sehr viele YouTube-Videos geguckt und ich habe festgestellt, am Ende war es trotzdem ein bisschen schwierig, rauszubekommen, was man eigentlich in welcher Reihenfolge wirklich machen muss. Weil viele Dinge auch bei den meisten gleichzeitig irgendwie so ein bisschen passieren. Aber ich habe mich dann so gefragt, ja, zum Beispiel, verlege ich erst Stromkabel oder dämme ich zuerst? Keine Ahnung, ne? Das habe ich mir jetzt alles mal so hier nacheinander aufgeschrieben, damit ich einen genauen Überblick habe, damit ich einfach Haken setzen kann, was ich gemacht habe, was noch fehlt. Zum Beispiel der erste Punkt war, wie gesagt, dass ich das Auto hier komplett entkerne. Entkerne ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil er war ja quasi leer, aber solche Seitenverkleidungen müssen halt ab. Hinten haben wir noch so eine Einstiegshilfen dran für die Hände, wo man sich festhalten kann. Die schraube ich gleich noch ab. Und dann geht's in die nächsten Steps dann weiter. So, das ist das Dekasil, was ich hier benutzen werde. Das ist extra zum Dichten da. Da gibt es unterschiedliche, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das sind die Schrauben, die ich jetzt hier gleich reinschrauben werde. Und das Dekasil habe ich hier auch schon mal fertig gemacht. Damit werde ich jetzt einmal die Schrauben so ein bisschen quasi einreiben und dann reinschrauben. In der Theorie sollte das hier dann so passen, dass dann das Dekasil sich schön hier auch mit reindreht. Und dann sollte das Ganze eigentlich komplett dicht sein. Hier haben wir ja schon ein vorgefertigtes Gewinde drin. Ich habe jetzt bei Hornbach mir so eine M8er Schrauben besorgt. Ich glaube, die haben eine Länge von, ich kann es euch genau sagen, 16 mm. Die kann ich jetzt hier einfach reinschrauben, aber vorher natürlich hier noch so ein bisschen Dekasil ran. Upp, dann nimmt man sich einfach hier so ein bisschen was und legt das hier drumherum. Ist vielleicht ein bisschen viel jetzt. Auch nicht alles davon. Aber einfach ganz easy drumlegen, kann man da noch ein bisschen verstreichen, beziehungsweise wenn ich die Schraube dann reindrehe, dann wird das Ganze ja sowieso noch angepasst. Ein bisschen viel ist es, nehme ich ein bisschen weg, zack, reingeschraubt. Jetzt sieht man auch ganz schön, hier an den Rändern drückt das Dekasil jetzt hier so ein bisschen raus. Das heißt, da ist es wirklich schön abgedichtet. Und von unten kommt dann, wie gesagt, nochmal ein bisschen Korrosionsschutz dagegen. Das soll es erstmal von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr Bock habt auf weitere Videos von dem Van-Ausbau. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Like da und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Auch wenn ihr Fragen habt natürlich, versuche ich die alle so gut es geht zu beantworten. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Dann geht's weiter. Und ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.